Ich danke für die Einladung zum Mitmachen bei der Steiermark-Challenge. Ich habe damals, als Frau Feldkret-Zankl Jugendministerin war, sehr gut mit ihr zusammengearbeitet in Wien, als ich Generalsekretär der katholischen Jugend war, und freue mich, dass wir über diesen Weg wieder Kontakt haben. Ich werde mitmachen, reinbeißen und spenden. Ich werde die Caritas unterstützen, die gerade ein großes Hilfsprojekt für die verfolgten Menschen im Irak hat. In meiner Kindheit habe ich unterschiedliche Erfahrungen gesammelt in den bäuerlichen Betrieben unserer Nachbarschaft. Durch diese Mitarbeit habe ich einiges kennengelernt, auch einüben können. Und ich denke, manche Erfahrung hat mich auch für mein Leben geprägt. In den verschiedenen Aufgaben der Kirche habe ich dann Bauern und Bäuerinnen kennengelernt, die sich in der katholischen Jugend, in der katholischen Aktion und jetzt in den Wirtschaftsräten engagieren. Und das ist für mich schon wichtig zu sehen, dass Bauern und Bäuerinnen nicht nur ihren Betrieb, ihr Einkommen im Blick haben, sondern auch mitdenken, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wie sich Gemeinschaften gestalten, wie sich auch Kirche entwickelt und wie manches Innovative hier eingebracht wird von ihnen. Dafür danke ich auch sehr. Ich erlebe das auch heute in unserer Pfarre in St. Christoph-Dondorf, wo wir sehr viele Bauern haben, die zum einen unsere Pfarre mitgestalten und zum anderen uns im Pfarrhof, die Bewohner des Pfarrhofes, auch mit Salaten, mit Gemüse, mit dem Krauthappel und mit dem Vogelsalat versorgen. Und ich genieße das sehr. Das sind Sachen, die ich sehr, sehr gerne mag. Mahlzeit. Steiermark-Challenge nominiere ich Frau Maria Sandner, die bei uns im Wirtschaftsrat mitarbeitet, Frau Hertha Ferg, die verantwortlich ist für die Kirchenbeitragsorganisation, und Werner Gröbel, der ein interessanter Ansprechpartner für mich ist in kirchlichen Fragestellungen.